Schönen guten Morgen. Oh, hallo. Was für eine Frisur darf es denn heute sein? Kannst du einmal Seiten auf Spaghetti machen, bitte? Klar, kein Problem. Was ist das denn bitte für eine mega geile Frisur? Also wenn du damit nicht die Nummer von jedem Mädchen bekommst, dann weiß ich auch nicht. Naja, Freunde, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und ja, ich weiß... Bruder, wo sind die scheiß Videos? Ey, yo, entspann dich. Also eigentlich wollte ich mit YouTube für immer aufhören, aber dann habe ich diesen Kommentar gelesen. Bro, ich brauche deine Videos, sonst komme ich zu dir nach Hause und entführe dich nach Duisburg. Ich bin direkt aus meinem Bett aufgesprungen und mache jetzt weiter Videos, weil ich will auf gar keinen Fall nach Duisburg. Bitte nicht nach Duisburg. Duisburg. Also wenn ich das so sehe, kann ich mir gar nicht vorstellen, dass irgendetwas schief gehen könnte. Immerhin den Backflip am Ende gehittet. Wie erklärt man das am besten den Lehrer? Die zwei Jungs sind in der Stunde rausgegangen, wollten kurz aufs Klo gehen und kommen wieder mit der Nachricht, dass die Schule evakuiert werden muss, weil sie in ein paar Minuten komplett überflutet ist. Egal. Hauptsache ein paar Tage schulfrei. Hat sich gelohnt. An alle hier, die Probleme haben, abzunehmen und zu faul sind, zum Sport zu gehen. Hier ist ein Tipp von einem sehr begabten Sportler und er zeigt euch, wie man sehr schnell abnimmt. Was hast du bitte gegessen? Was steckt da für ein Dämon in dir? Dort bricht gerade der verdammte Teufel aus dir raus. Er kommt raus. Er kommt wirklich aus deinem Arsch heraus. Bitte geh zum Doktor. Leute sagen immer, Vape, rauch nicht so viel, das macht dich kaputt, das ist ungesünder als Zigaretten. Aber die haben natürlich gar keine Ahnung, oder? Vape ist doch nicht ungesund. Also, wie soll denn bitte ein Plastikstick, aus dem Rauch mit Geschmack kommt, ungesund sein? Das Ding ist eine tickende Zeitbombe. Leute, ich rauch seit einem Jahr durchgehend Vapes und es ist noch nichts. Es ist noch nichts. Herzlichen Glückwunsch! Ich glaube, deine Lunge hat nicht mehr lange Bock auf dich. Aber nein, Vapes, die sind doch nicht ungesund. Das hört sich noch alles gut an. Es ist nur bestimmt ein kleiner Husten. Und selbst wenn die Dinger ungesund sind, frag dich mal lieber, warum ich rauche. Anstatt dich irgendwie drüber lustig zu machen oder, keine Ahnung, irgendwelche Vorwürfe zu machen, du sollst vielleicht mal fragen, warum ich rauche. Und nicht irgendwie, keine Ahnung, guck mal, ich komme aus Frankfurt, voilà, nenn mir eine Person, die nicht raucht. Jeder, der Vape raucht, ist offiziell ein Loser. Ein Vollloser. Ein doppelt Vollloser. Ich habe mir gestern so viele Videos von Turmspringern angeschaut und das ist einfach so heftig, was sie da in der Luft für Quadruppel-Backflips mit Schraube machen und dann im 61,78948 Grad Winkel perfekt ins Wasser eintauchen. Das ist wirklich cool und ich wünschte, ich könnte sowas auch. Wenn ich das machen würde, würde das genau so aussehen. Und während ich diese Videos so anschaue, wo Leute die krassesten Flips und Tricks machen, bin ich auf diesen unglaublichen Sprung gestoßen. Wow! Wenn das kein Weltrekord ist, dann weiß ich auch nicht. Geil, oder? Also ich gebe diesem Sprung die Note 1. Im nächsten Video sehen wir einen kleinen Jungen, der Züge feiert. Also diese Züge. Und nicht diese. Naja, und er ist ein bisschen zu aufgedreht, weil gerade sein Lieblingszug vorbeifährt. Also ich mache mir wirklich Sorgen um ihn. Und vor allem mache ich mir Sorgen um sein Mikrofon. Der Bre hat einfach kurz die Schallmauer durchbrochen. Heilige Scheiße. Mein Gesicht, nachdem ich einen Spender für meine fehlende Niere finde und weiterleben darf. Mein Gesicht, nachdem mein großer Bruder im Lotto gewinnt und keiner in unserer Familie je wieder arbeiten muss.
Mein Gesicht, wenn Mediziner das Heilmittel für alle tödlichen Krankheiten entdecken und jegliches Leid auf Planet Erde beendet wird. Ich, wenn der Dönermann sich dran erinnert, wie ich meinen Döner will. Es gibt wirklich nichts Besseres. Das ist das Nonplusultra im Leben. Scheiß auf alles. Wenn du es schaffst, diese Bindung mit deinem Dönermann zu haben, dann hast du es geschafft. Du bist fertig. Du hast das Leben durchgespielt. Sogar mit Bonuslevel. Gottloser, wieso machst du das? Der arme Hund checkt das einfach nicht, oh Gott. Der denkt sich geiler Snack für zwischendurch und du krankes Schwein hast kurz vorher draufgefurzt. Du Gottloser, du Ehrenloser, du Ekelhafter. Ich werd's jetzt auch machen und danach meinen kleinen Bruder in den Mund stecken. Danke für die gute Idee. Wie hoch ist dein Bodycount? Ja, also gestern war der noch 7. Ja, und heute wird der, denke ich mal, 8 sein. Oha, Reeperbahn oder was? Ja, auf jeden Fall, ne? Also, ich kann mich da nicht beschweren. Die jungen Damen, die sehen da richtig individuell aus, ne? Individuell, oder? Individuell. Denkst du, andere würden das genauso sehen bei dir, dass du deinen Bodycount schon auf 7 hast? Ja, die denken eher, ich bin ein fetter Typ und so, ne? Aber ich denke mal, die tippen auf 10. Der arme Digga. Der Interviewer stimmt ihn sogar noch zu dabei. Ja, die denken eher, ich bin ein fetter Typ und so, ne? Aber Was denkst du, wie hoch sein Bodycount ist? Also ich würde sagen, weil er so gut, brutal und gut aussieht. Ich würde so sagen 6. 6? Und wie hoch ist dein Bodycount? Mein Bodycount? Oh. Bei mir laufen die Frauen immer weg, wenn es so weit ist, ne? Weil die sagen, ich jabber zu viel, ne? Also ich jabber mehr wie die Frauen, sagen die immer. Ja. Der Arme, schon wieder. Gut, Freunde, das war's mit dem Video. Und ich habe hier noch was für alle Abonnenten. Jeder, der mich abonniert hat auf YouTube. Wenn du mich abonniert hast auf YouTube, dann lade ich dich ein auf einen leckeren Hotdog. Und so sehen wir dann zusammen aus. Here we go. Here we go. Wow, das ist so süß. Happy anniversary. Happy anniversary. 25th anniversary. Oh yeah, genau das sind wir. Also, wenn du dir das nicht entgehen lassen willst, dann abonnier den Channel und wir sehen uns morgen wieder zu einem neuen, genüsslichen und guten Video. Bis dann, yeah, yeah, yeah.